Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sunless Sea. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir liefern immer noch den ganzen Rest des Krams aus, den wir auf dem Weg eingesammelt haben. Na, wir machen mit dem weiter Geschäfte. Und zwar gute Geschäfte, so wie es aussieht. 200 Echo, Vorräte, Treibstoff. Okay, machen wir. Machen wir in jedem Fall. Polystream. Okay, da fahren wir eh immer vorbei. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht versehentlich seine 1000 Echo mit ausgeben. Das würde uns irgendwo das Genick brechen. Danke. Na, bist du jemals im Kelonat gewesen? Große, dreckige Stadt in einer Schildkrötenpanzerung. Die Knochenmänner da, die Priester des Sturms. Sie haben, was von deinem Vater übrig ist. Viel Glück, es zurückzubekommen. Sie sind alle so verrückt wie Butter. Woher ich das weiß? Er macht eine Faust, hebt sie langsam empor zum Dach der Unterwelt. Im Kelonat reden sie mit Sturm und Sturm redet mit mir, der Gott in der Decke. Er ist ein furchtbares altes Ding. Leg dich nicht mit ihm an, das ist mein Ratschlag. Und wenn du dich nicht mit ihm anlegen willst, leg dich nicht mit den Knochenmännern an. Oder mit mir. Ja, okay, fahren wir rein zufällig eh hin. Mal gespannt, wie das dann weitergeht. So, tja, die vier Kisten Wein. Verkaufen wir jetzt kurzerhand. Hat sich die Sache schon mal. Dann. Haben wir noch 17 Platz. Wir haben auch noch ein bisschen Terror. Genau. Beinahe vergessen. Oh, wir haben eine Einladung. Na ja, gut, das machen wir auf jeden Fall auch. Und wir liefern sie natürlich auch gerne im Imperium der Hände ab, die entzückende Abenteurerin. Dann. Was müssen wir bauen, um unsere Schleier zu erhöhen? Eisenherzen. Schleier. Eine flüsternde Truff. Sieben seltsamer Fang. Sieben Geheimnisse. Okay. Also, ins Kelonat siebenstügiges Elfenbein holen, nach unserem Vater suchen. Nach Irem hoch, siebenmal seltsamer Fang holen. Dann ist der Rumpf schon wieder so furchtbar voll. Dann können wir unser Schleierwert noch weiter hochpushen. Wobei, das könnte man mit sieben Geheimnissen auch so machen. Das ist nicht das Problem. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt diesen einen Schatz schon mal hinterlegen. Damit, wenn uns das Schiff doch untergeht, wenigstens nicht alles verloren ist. Einmal ausruhen sollten wir auf jeden Fall auch. So. Terror 11, naja, das ist okay. Gut. Dann, jetzt haben wir noch 16 Platz im Inventar.
Hier gibt es leider auch nichts. Hafenreports abgeben. Und wir haben noch reichlich Hafenreports übrig. Ich wüsste nur nicht, wo wir die noch weiter unterbringen sollen, die Vorräte. Also eine Republik lassen wir mal aus. Einmal Irem. Und die, ja, das ist alles, was wir an Platz haben. Naja, verkaufen möchte ich dir eigentlich nicht. Torpedo-Komponenten nehmen offensichtlich keinen Platz im Inventar ein. Interessant, interessant. Dann für das große Frachtschiff fehlt uns immer noch ein ganzer Batzen Geld. Questreihe schon mal geöffnet. So, Schluss mit dem Vergessen. Dafür brauchen wir einen seltsamen Fang, merken wir uns mal. Schleier noch weiter erhöhen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch irgendwas vergessen haben. Gut. Jetzt können wir auf jeden Fall noch einen Hafenreport abgeben. Stimmt. Strategische Informationen, wo haben wir sie? Da. Können wir immer noch nichts draus zusammensetzen? Dann machen wir folgendes: Wir geben ihm eine strategische Information, dann haben wir noch zwei in Reserve. Strategische Informationen sollen wir vom Mangroven College mitbringen. Das machen wir natürlich gerne.
Und welchen Hafenreport geben wir noch ab? Khan's Shadow. Bringt auch noch mal 30. So, jetzt, wie fahren wir? Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Wir müssen hier hin. Also, wir müssen eigentlich die alle auf jeden Fall anfahren. Hierfür brauchen wir wieder eine Geschichte. Die holen wir uns jetzt hier aber gleich. Eiserne Republik können wir überspringen. Den Hafenreport haben wir ja eh noch rumliegen. Eventuell hier noch runter. Insel der Katzen. Gut. Ist ein Plan. Dann geht's auf. Kriegen wir noch mal 5 Terror runter, wenn wir hier angelegt haben und denen aktuelle Nachrichten bringen. Das ist auch nicht schlecht. Eine Gratis-Mahlzeit. Wisst ihr was? Zum Kanal fahren wir jetzt auch nicht rüber, sondern wir fahren direkt rüber nach dem Moose Island. Bis dahin haben wir auch schon wieder, dass uns was im Hafen erwartet. Ein und bekommen noch mal gratis Vorräte. Von hier aus runter zum Pilz.
Eigentlich wäre es eine günstige Sache, wenn man das Interface mal hin und wieder ausblenden könnte. Da ist das Wrack der Miko. Da ist ein Piratenschiff, das uns nicht sehen wird. Weil wir haben die Vorhänge zugezogen und deswegen ist unser Schiff praktisch unsichtbar auf der See. Oder so ähnlich. Naja, wie dem auch sei, der Trick funktioniert. Irgendwann haben wir so hohe Schleier, dass wir über die Schiffe drüber fahren könnten. Bekommen zum Hafenreport noch zwei von diesen Pilztierchen dazu. Das ist schon mal eine feine Sache. Braucht mal. Diesmal hatten wir nämlich keinen Platz mehr, um diesen Honig mitzunehmen. Nach Süden. Ja, wir haben reichlich Vorräte, wir haben von allem genug. Schauen wir mal, beim letzten Mal sind wir mit weniger Vorräten gestartet und sind trotzdem sehr gut durchgekommen. Ja, an den erinnern wir uns auch. Aber glücklicherweise sitzt der im Sandsturm, der kann uns nicht sehen. Sehr passend. Setzen wir gerne mal einen ab. Er stolpert über seine eigenen Tentakel in Vorfreude, sich hier an Land zu begeben. Es stürmt direkt in Richtung des Haus des Gouverneurs oder vielleicht in den Dschungel dahinter. Nicht dein Problem, egal wie man es dreht. Mhm. Ein Hafenreport einsammeln. Dafür braucht man ein Spionagenetzwerk. Mit dem Schleierwert könnten wir wahrscheinlich wirklich gut Spionage betreiben, aber... Ach, 30% Chance ist vielleicht ein bisschen riskant. Vorräte wären hier billig, aber das interessiert eigentlich nicht, weil wir haben noch von allem genug. Gut, dann von hier aus direkt durch bis zur Insel der Katzen. Ja, das ist, denke ich mal, der sinnigste Kurs. Ja, Terror 13. Arbeiten wir mal ein bisschen dran, aber sollte uns eigentlich keine Probleme bereiten.
Schaden. Ja, es ist dunkel, es stürmt ein Sandsturm, an dem wir aber recht gut vorbeiziehen. Aber ansonsten gibt es hier leider nicht viel zu tun. Wir haben auf jeden Fall einen Plan. Und so wie sich die Strecke momentan darstellt, kommen wir auch überall ganz gut hin. Und wenn wir weiter so gute Gewinne einfahren, können wir uns bald das Frachtschiff leisten, aber nicht den treibstofffressenden Antrieb. Wobei sich natürlich die Frage stellt, lohnt sich das Frachtschiff? Ich meine, in gewisser Weise lohnt es sich, klar. Aber ja, was aber? Mehr Frachtraum bedeutet mehr Profit. Mehr Profit bedeutet, ja, schneller Geld. Mehr Aufgaben in einem Durchlauf erledigen können. Und vor allem endlich mal Platz haben, obwohl wir 30 Treibstoff dabei haben. Mit dem Frachtschiff können wir auf jeden Fall viel mehr Unsinn machen, als wir das zum Beispiel mit diesem Schiff können. Und diese Korvette dazwischen. Sofort verschwunden. Der Blemmigen verschwindet in der Menge. Schießt zwischen Beinen in einem violetten Blitz hin und her. Piraten schreien. Frauen kreichen. Eine Stunde später siehst du es auf der Spitze des Gasthausdaches, die Tentakel am Winken und ja. Eine kleine Menge von Einwohnern jubelt. Mhm. Ja, scheint sich hier gut wohlzufühlen. Keine Nachrichten. Können uns auch mit niemandem anfreunden. Dann fahren wir direkt weiter. Wenig Platz im Inventar.
zusammenstellen. Ah, wir könnten hier schon stückisches Elfenbein kaufen. Und ich glaube, es ist nur ein Echo teurer, als es im Kelonat wäre. Davon kaufen wir eine. Jetzt hätten wir uns natürlich das stückige Elfenhain trotzdem holen können, aber ist egal. Das ist egal. Wir haben unseren Terror gut unter Kontrolle. Was sind wir? 27. Das ist noch gar nichts. König um ein Geschenk bitten. Fünf Treibstoffe. Leider müssen wir davon wahrscheinlich... Ja. Wir schmeißen die Abenteurerin ins Wasser. Ja, sie denkt nicht. Ja. Na gut, trotzdem. Der Treibstoff ist auf jeden Fall eine gern genommene Ergänzung unserer Vorräte. Mit dem Ding legen wir uns erst an, wenn wir ein viel, viel größeres Schiff haben. Viel, viel größer. Oh, oh, oh. 20! Reicht das nicht, dass das Vieh 600 Lebenspunkte hat? Mistviecher auch. Verdammte. Ja gut. Wenn wir dann gleich angelegt haben, können wir eigentlich auch die Folge beenden. Wird allerdings noch ein bisschen Strecke sein, bis wir das geschafft haben. Aber trotzdem, danke, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts.
dieses verdammte Stachelmistvieh werden wir uns auch irgendwann nochmal vorknöpfen. Das kriegt seine 20 Schadenspunkte zurück, aber vielfach. Fragen, Vorschläge, Anregungen können natürlich immer runter in die Kommentarsektion. Da erreicht nämlich am schnellsten und ich kann am einfachsten darauf antworten. Wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.